Neues YouTube-Video, marokkanische Klischees erfüllen. Also, ich würde sagen, ich habe so ein paar marokkanische Klischees. Ich esse extrem viele Sachen mit den Händen, wo viele Leute einfach Besteck für nehmen würden. Weil in Marokko ist es so gang und gäbe, fast alles mit den Händen zu essen, außer Suppen oder so Risotto. Also, irgendwas mit Reis isst du auch nicht mit Händen, aber so ein Fleischeintopf, Spiegelei, like Fisch. Also isst du halt alles mit der Hand. Und das habe ich halt auch so gelernt. Und deswegen esse ich das zum Beispiel auch mit der Hand. Also ich denke, das ist eine Sache, die ich einfach so... Es ist, wenn schon arabisch und nicht marokkanisch. Ich kenne mich halt nicht aus mit was Saudi-Arabien. Ich komme halt aus Marokko. Keine Ahnung, ob das in allen anderen arabischen Ländern auch genauso ist. Marokko hat da schon seine eigenen Kultursachen. Also das ist zum Beispiel eine Sache. Ich habe eine extreme Vorliebe für Tee. Also ich habe ein ganzes Regal nur mit Tee und halt mit schönen Teegläsern. Ich trinke auch Tee aus Gläsern und nicht aus Tassen, zumindest meistens. Ich baue halt auch so frischen Tee auf dem Balkon an. Ich glaube, das ist so... Vielleicht eine Sache, die halt kommt, weil ich Marokkanerin bin und in Marokko trinkt man halt jeden Tag Tee. Also vielleicht kommt es daher, vielleicht auch nicht, aber ja, das ist so, keine Ahnung, also vielleicht ist das so ein marokkanisches Ding, vielleicht nicht. Ich bin großer Fan von so orientalischer Einrichtung, also ich habe ja mein Wohnzimmer jetzt auch so orientalisch, touchmäßig ein bisschen eingerichtet. Ich finde das sehr schön, ich finde es auch so Teppiche sehr schön, also vielleicht kommt das daher, dass ich Marokkanerin bin. In Marokko, das halt so eine bunte Möbel, orientalische Muster, viel so alles in so orange, rot, grün, blautönen, so ist halt so viel da. Vielleicht kommt es daher, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht würde ich die Sachen auch schön finden, wenn ich nicht, keine Ahnung, halb Marokkanerin wäre. Ich kann nicht sagen, ob das eine Sache ist, die daher kommt. Die Briten gönnen sich doch auch oft einen Tee. Die Briten haben das nochmal ein bisschen anders mit Tee. Die haben ja so diese Tea Time und so und trinken ja auch vor allem Schwarztee mit Milch und so. Das hast du in Marokko halt nicht. In Marokko machst du dir halt so süßen Tee. Like, du packst in so eine Kanne Tee, wo dann, was weiß ich, 400 Milliliter reinpassen, packst du jetzt so 8 gehäufte Esslöffel Zucker rein. Ist halt so ein Ding. Ich liebe auch so krank süßes Gebäck. Aber das ist in Italien und in Marokko gleich. Die haben auch so krank süßes Gebäck. Die essen so viel süßes Gebäck den ganzen Tag. Also vielleicht ist das so eine Sache, die von beiden Seiten kommt. Ich kann das nicht einschätzen. Sind das Sachen, die ich deswegen mag? Würde ich die Sachen auch so mögen? Oder ist das eher, dass ich sie nur mag, weil ich halt von da bin? Wer weiß. Und in England zum Beispiel gibt es, was ich sagen wollte, wegen der Tea Time. Da gibt es halt diese Tea Time, das ist halt diesen Nachmittagstee, das so traditionell irgendwie täglich gemacht wird. Und in Marokko ist einfach so, du trinkst halt kein Wasser, du trinkst halt Tee. Keine Ahnung, egal wo du hinkommst, dir wird halt nicht irgendwie Wasser angeboten, dir wird einfach Tee angeboten und trinkst halt Tee. Und alle trinken den gleichen Tee mit der gleichen Menge an Zucker. Das ist so das Ding. Zucker mit Tee, also indeed. Es ist einfach nur tatsächlich Zucker mit Tee. Keine Ahnung, ich mag, in Marokko isst man extrem viel geschmortes Essen, also so geschmorte Eintöpfe und so ein Kram. Es ist sehr, sehr viel in Marokko, dieses Essen. Esse ich sehr gerne. Vielleicht ist das so ein Ding. Aber ich esse halt auch unfassbar gerne Nudeln. Also wenn man mir jetzt sagen würde, Anissa, du darfst jetzt für den Rest deines Lebens nur noch jeden Tag Nudeln essen, sonst stirbst du. Ich wäre so, okay, dann ist das halt so. Übel nice, Schmortöpfe, richtig geil, scharf. Nee, scharf nicht. In Marokko gibt es kein scharfes Essen. Also, ich habe noch nie was Scharfes in Marokko gegessen. Und ich war viel in Marokko. Like, von Kindergarten bis ich 16 war, waren wir jedes Jahr 2 Monate in Marokko. Viel Zeit da verbracht. Sehr viel marokkanisches Essen gegessen. Noch nie was Scharfes da gegessen. Gibt es eine Art, auf orientalische Weise Nudeln zuzubereiten? Nee. Also, Spaghetti gibt es in Marokko. Also, isst man in Marokko nicht so wirklich. Was man da viel isst, ist halt, also die Kohlenhydratsachen, die du da isst, sind halt so Sachen wie Kartoffeln, ganz viel Kartoffeln essen die auch und vor allem Brot. Boah, hab ich gerade lange gebraucht, um darauf zu kommen. Kartoffeln und Brot essen die halt voll viel, so ein Fladenbrot, ne? Jedes Abendessen immer so 3 Fladenbrot auf den Tisch. Das ist so ein Ding. Deswegen, also da kriegt man schon so die Kohlenhydrate. Nudeln gibt's nicht so wirklich. Es gibt eine Suppe, die heißt Harira. Da kommen so ein paar Nüdelchen rein. Ein paar, die müsstest du dir raussuchen, so ein paar Nudeln halt, ne? Aber nicht, dass es eine Nudelsuppe wäre, gar nicht. Kartoffeln und Brot, also quasi deutsch, ja, die essen auch anderes Brot. Da gibt es auch kein Vollkornbrot oder so, da gibt es nur weißes Fladenbrot, so fluffiges, weißes Fladenbrot. Fladenbrot ist das Beste, ich esse sehr gern Fladenbrot, finde das auch sehr gut. Boah, was gibt's noch? Couscous essen die in Marokko ganz viel, also es gibt ganz viele Couscous-Gerichte. Reis, kenne ich ein marokkanisches Gericht mit Reis? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, tatsächlich.
Fleisch isst man da auch echt viel, aber eigentlich fast ausschließlich Lammfleisch. Also so Rindfleisch isst man sehr selten. Es gibt ein paar Gerichte, in denen Hackfleisch drin ist. Das ist auch ganz lecker, aber das meiste ist in Marokko wirklich mit Lamm. Magst du Couscous? Ja, wird aber anders geschrieben. Nicht, sondern C-U-C-O-U-S-C-O-U-S. Couscous. Gerade dahin ziehen hört sich gut an. Also Marokko ist jetzt auch nicht so geil von der Infrastruktur. Also leben würde ich da nicht gerne. So für einen schönen Urlaub, wenn du mal Bock hast auf krasse Landschaften und einfach eine krass andere Kultur, dann ist das schon echt schön, finde ich. Du musst aber sehr offen sein. Du musst halt, wenn du sagst, willst du mal Urlaub in Marokko sein, musst du sehr offen sein. Offen für mit Händen essen, offen für, es gibt keine vegetarischen Gerichte, offen für, like, in ein Loch im Boden kicken, offen für alle Essen aus einem Teller. Es gibt nicht so, keinen eigenen Teller, es gibt nicht mal Besteck. Es gibt nur Löffel, wenn überhaupt, für Suppe. Offen sein für sowas wie, das fand ich auch so schwierig. Wenn du irgendwo reinkommst, dann gibt's halt ein Blech mit ganz vielen Gläsern, wo du halt Tee reintun kannst. So Teegläser. Und dann gibt's halt ein großes Glas und eine Karaffe mit Wasser. Und wer Wasser trinken möchte, trinken alle aus dem gleichen Glas. Ja. Corona lässt grüßen. Ne, also, auch wenn kein Corona ist, finde ich das halt so ein bisschen schwierig. Aber das ist halt so ein Ding, da musst du halt andere Kulturen, also andere Länder, andere Kulturen, das ist halt einfach anders da. Alle essen mit Händen von einem gemeinsamen Teller. Okay, ich bin raus, ja. Es ist gar nicht so schlimm. Also, man isst ja auch nicht kreuz und quer im Teller. Du sitzt halt immer an einem, also es gibt nur runde Tische in Marokko, zumindest zum Großteil. Und du sitzt halt mit allem Mann an diesem runden Tisch und hast diesen großen runden Teller in der Mitte. Und dann ist das aufgeteilt wie so ein Kuchen. Also jeder isst halt quasi in seinem Kuchenbereich. Du packst halt nicht das Essen mit anderen Leuten an, das machst du nicht, das gehört sich nicht. Du isst halt nur da in deinem Kuchenabteil von diesem Teller. Deswegen, und das machst du halt auch nicht mit wildfremden Leuten, sondern mit Familie oder halt Leuten, die bei dir zum Essen eingeladen sind. Also du gehst jetzt nicht in ein Restaurant und setzt dich mit wildfremden Menschen an einen großen Teller und isst damit alle Mann draus. Aber wenn du halt bei Familie eingeladen bist, dann isst man alles am Teller. Das ist halt so. Ja, also Marokko ist nicht nur Sahara und Kamele, es ist halt ganz, ja. Isst man aus riesigen Tellern? Ja, die Teller sind echt groß. Die Teller sind echt so, so groß. Echt groß. Die sind so groß, dass sie in keinen normalen deutschen Küchenschrank passen. Hört sich zwar weird an, aber irgendwie auch schön. Also, ich bin damit aufgewachsen und ich finde es gar nicht seltsam. Aber ich kann verstehen, wenn andere Leute das seltsam finden. Ich habe damit gar kein Problem. Like, wenn meine beste Freundin, meine Schwester, ein guter Kumpel, meine Mom und ihr Freund bei mir jetzt zum Essen eingeladen sind und es jetzt marokkanisch gibt und wir jetzt aus einem Teller essen müssten, dann fände ich das nicht schlimm, weil das Leute sind, die mir nahestehen und ich würde halt auch mit denen aus einer Flasche trinken. Und so, also das finde ich halt nicht schlimm. Aber ich bin da halt auch einfach in die Richtung sehr, sehr, sehr locker, weil ich einfach so aufgewachsen bin. Gibt halt Leute, die sind da halt nicht so locker. Und dann ist das cool, aber dann ist Marokko nichts für dich. Casablanca sieht voll industrialisiert aus. Boah, wann war ich das letzte Mal in Casablanca? Vor 7 Jahren oder so? Ich fand's echt scheiße da. Man hört immer nur, oh, Casablanca, die Stadt der weißen Häuser, wow. Dann gehst du da rein, ist echt runtergekommen und kacke aus und da gibt es nichts, was du machen kannst. Also Marrakesch ist ganz schön. Es gibt noch ein paar mehr Gegenden in Marokko, die weiter südlich sind, da bin ich noch nicht gewesen. Boah, wie heißt das nochmal? Woher kommt das? Ah, hier. Wo ist das denn? Ah, hier. In Marokko gibt es zum Beispiel auch, was ziemlich cool ist. Da würde ich ganz gerne mal hinwollen. Das nennt sich Ourika. Ourika-Tal oder so. Und da ist es so heiß. Und es gibt da halt einfach keine Technologie, also du hast auch kein Netz oder so, ne? Du kannst da hin, aber du hast da kein Netz. Und weil es da so unfassbar heiß ist, sind die ganzen Restaurants an einem Fluss aufgestellt. Und wenn du dann essen gehst, dann sitzt du quasi mit den Tischen, mit den Stühlen im Wasser, damit du quasi im kühlen Wasser sitzt, damit du nicht halt eingehst in dieser Hitze. Und damit kühlen die auch ihre Getränke. Ist total crazy, weil das Wasser im Fluss ist halt eiskalt. Eiskalt. Deswegen haben die dann immer in den ganzen Gebirgen und großen Steinen, die da sind, haben sie dann so ganz coole Konstruktionen, wie zum Beispiel einfach so einen fetten Schlauch, wo halt komplett dieses kalte Wasser vom Fluss halt reinläuft und auf einer Seite wieder rausläuft. Und dann haben die Löcher in den Schlauch gemacht, damit aus diesem Schlauch dieses eiskalte Wasser rausläuft. Und haben halt dahin, wo das kalte Wasser quasi rausläuft und trifft, einfach Getränke hingestellt und kühlen halt so zum Beispiel ihre Getränke. Finde ich cool. Also ich würde da nicht leben wollen, aber ich finde, das ist halt eine schöne Kultur, die man mal gesehen haben sollte. Sprechen Marokkaner gutes Englisch? Nein, aber mit Französisch kommst du da relativ weit.
Welche Sprachen spricht man in Marokko? Man spricht Arabisch und Französisch und dann halt noch Dialekt, je nachdem, wo du bist. Also es gibt einen Dialekt, der heißt Mesert. Das ist dann quasi marokkanisch. Mäuschen! Französisch, echt? Warum Französisch? Marokko war, glaube ich, französische Kolonie, ist auf jeden Fall eine derer Staatssprachen. Also ich glaube nicht, dass du mit Französisch auf dem Dorf weit kommst, aber so in großen Hauptstädten kannst du mit Französisch schon in eigentlich jeden Laden und da halt auch dich unterhalten. Das war auch der Weg, wie ich mich damals in Marokko halt halbwegs hab verständigen können. Und da wird halt Französisch beigebracht, wie hier halt Englisch beigebracht wird. Und also wenn du mit Leuten redest, die zur Schule gegangen sind, das ist auch nicht der Standard, dass man da zur Schule geht, aber wenn du mit Leuten redest, die zur Schule gegangen sind, dann können die auch Französisch und dann kannst du mit denen auch Französisch reden. Ich habe insgesamt schon 21 Monate in Marokko verbracht. Längste Zeit waren 3 Monate über den Winter in einem ausgebauten LKW. Das klingt schrecklich. Mein Gott, in Marokko kannst du für 10 Euro leben wie ein König. Warum hast du in einem ausgebauten LKW gewohnt? Alleine in der Wüste stehen, Land und Leute kennenlernen, das Land erkunden und so ein Expeditionsmobil ist schon schön. Das klingt tatsächlich gar nicht so scheiße. Findest du dann die deutsche Kultur eher langweilig, wenn in Marokko eher alle gechillter drauf sind und nicht so spießig? Was heißt spießig? Also die deutsche Kultur ist halt einfach ein bisschen, um es in den Worten meines Onkels auszudrücken, der eigentlich nach Deutschland kommen wollte, aber nachdem er eine Woche hier gewesen ist, meinte er, auf keinen Fall, ich gehe wieder zurück. Weil die Leute sind ja die ganze Zeit gestresst und die gucken so oft auf die Uhr, krass. Und das fand ich, ja, stimmt. Also in Deutschland sind wir halt einfach ein bisschen leistungsorientierter. Wir gucken viel auf die Uhr, wir machen Termine, wir sind leistungsorientiert einfach. In Marokko gibt's das nicht. In Marokko ist einfach nur so, du machst halt die Schule, aber auch nur vielleicht. Weil vielleicht machst du halt einfach nur einen kleinen Laden an irgendeiner Ecke auf und dann kommt schon genug Geld rein, dass du halt essen kannst. Weil Essen und Miete und so ein Kram ist in Marokko halt billig. Du brauchst nicht viel Geld zum Leben, deswegen brauchst du auch keinen krassen Job. Und so Luxus gibt's da halt auch einfach nicht. Und deswegen, Leute sind da sehr genügsam. Das ist halt einfach, wie die Leute da sind und wie die Leute hier sind. Ich will gar nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist. Es ist nur einfach anders. Klingt ja zukunftssicher. Wenn du, in Marokko ist es einfach ein anderes Leben. Fast jeder besitzt da Eigentum. Also da gibt es nicht wirklich sowas wie, ich muss Miete zahlen. Die meisten Leute besitzen ein Haus, weil die das einfach selber gebaut haben. Auf dem Land irgendwo. Heißt, du brauchst halt Essen, um halt zu leben. Meine Familie hat einfach einen Bauernhof. Heißt, die holen sich ihre Milch und ihr Fleisch und ihre Gemüse, bauen sie einfach selbst an. Und so ein paar gehen halt arbeiten und verkaufen halt irgendwie mal hier und da ein paar Sachen. Also ist halt einfach anders. Ist halt einfach anders. Ich könnte mir nicht vorstellen, da zu leben. Ich bin sehr froh, in Deutschland zu leben. Und ich könnte da und würde da auch nicht leben wollen, einfach weil mir dieses so für den Tag leben klingt so total romantisch und cool, wäre aber nichts für mich. Also, aber ich bin auch anders aufgewachsen. Ich glaube, wenn ich da geboren wäre, dann würde ich auch einfach die Sachen da vielleicht einfach ganz anders wertschätzen. Und trotzdem haben die ein schönes Leben. Wenn man sie fragt, die wollten bestimmt auch nicht mit dir tauschen. Ja, voll. Deswegen, also ich glaube, was man halt möchte und womit man sich zufrieden gibt, hängt extrem viel von dem Umfeld ab, in dem man halt geboren wurde und aufgewachsen ist. Agrargesellschaft versus Dienstleistungsgesellschaft. Ja, keine Ahnung. Also in Deutschland zum Beispiel ist das auch so eine Sache, die, wenn du nicht viel Leistung bringen kannst, wenn du vielleicht einfach weniger intelligent bist als andere, wenn du weniger schnell dein Studium schaffst als andere oder sowas, dann kriegt man halt oft, und das haben viele Leute das Problem, leider, dass sie dann denken, oh, ich bin weniger wert, weil ich schlecht in der Schule war, weil ich nicht so ein gutes Abitur hatte, weil ich gar kein Abitur habe, weil ich meinen Schulabschluss nur knapp geschafft habe, weil ich keine krasse Ausbildung oder so habe. Also da denken ja viele Leute so, oh, jetzt bin ich weniger wert. In Marokko ist das eine Sache, die wird halt gar nicht besprochen. Es ist so, egal, es ist so, willst du zur Schule gehen? Warum? Ne? Wie gesagt, ich würde da nicht leben wollen, aber das ist so das Leben da. Man muss halt einfach gucken, was einem persönlich wichtig ist. Ich kenne Leute, die haben damals in Deutschland gewohnt und sind dann nach Marokko gezogen, weil sie gesagt haben, das ist das Leben, was ich führen möchte. Ich will das Leben führen von irgendwie dieses krasse, jeder ist nur irgendwie selbstständig und hat so seinen eigenen kleinen Laden, sein eigenes kleines Restaurant und lebt halt so in den Tag hinein. Da gibt es keine Uhrzeiten und so. Also ein bisschen, aber nicht so wirklich. Je nachdem, in größeren Städten ein bisschen mehr, in kleineren Städten eigentlich fast gar nicht. Es soll jetzt gar nicht so wertend klingen, weil so wie ich das gerade beschreibe, ja, ist Marokko deiner Meinung nach demokratisch? Marokko hat einen König. Es ist eine Monarchie. Es ist de facto nicht demokratisch.
Richtig krass. Alle haben so Fotos vom König bei sich zu Hause hängen und so. Das ist schon crazy. Also fand ich weird. Ich so, warum haben wir alle Fotos vom König hängen? Ich doch auch kein Foto von Angela Merkel in meinem Schlafzimmer. Aber da ist es einfach ein anderer Bezug dazu. Du hast auch in der Stadt überall so große, riesige, beleuchtete Bilderrahmen mit Flaggen und allem drumherum, wo einfach so ein riesiges Bild vom König einfach abgebildet ist. Das ist richtig krass. Du hast auch in Marokko fast überall Flaggen hängen. Also überall die Marokko-Flagge hängt überall. Überall. Also so in größeren Städten, die auch so ein bisschen schöner sind, überall Marokko-Flagge. Als ob man hier so in Köln einfach in der Innenstadt so 600 Deutschland-Flaggen einfach an der Straße entlang aufhängen würde. Würde man ja nicht machen, das ist ja so bescheuert. Aber in Marokko ist das so, wir haben einen Stern auf unserer Flagge. Habt ihr das gesehen? Ihr seid in Marokko. Falls euch aufgefallen ist, ihr seid in Marokko. Und falls du einen Meter läufst und es vergessen haben solltest, du bist immer noch in Marokko. In Deutschland führen doch auch viele eine Dreierbeziehung. Was findest du daran schlecht? Ich habe nichts gegen Monogamie, aber ist es nicht so in Marokko, dass dann zwei Frauen und Männer und die lieben sich alle gegenseitig. Das ist eher so, der Mann ist so, ich will zwei Frauen haben. Und vielleicht sind die auch gar nicht okay damit, aber ich will und ich kann und ich tue es. Ist dort schwul-lesbisch sein erlaubt? Es gibt Schwule und Lesben. Sieht man in den Hauptstädten ein bisschen mehr. Aber es ist auf jeden Fall, ich war sehr lange nicht mehr da. Zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, war das nicht besonders akzeptiert. Aber ich glaube nicht, dass man dafür irgendwie ins Gefängnis kommt. Nicht, dass ich wüsste.